Wir sind jetzt unterwegs zu einem Kinderheim, was hier vor ein paar Tagen bei den Fluten völlig abgesoffen ist. Und die schreien förmlich im Internet um Hilfe. Das gucken wir uns jetzt mal an und mal gucken, ob wir da die Spenden unterbringen können, ob das gut angelegt ist. Also seid dabei, jetzt fahren wir los. So, schon auf dem Weg hierher sieht man noch hier, wie schmutzig das hier ist. Das heißt, hier war wirklich eine Menge Wasser. Hier liegt noch teilweise Schlamm rum, ein bisschen feucht sind die Straßen hier noch. Also hier scheint es wirklich extrem gewesen zu sein. Und hier kann man die Höhe des Wassers noch sehen. Und zwar hier an der Mauer, der obere braune Strich, so hoch stand das Wasser hier. Oh ja, und hier sind schon kaputtes Zeug haufenweise. Die Überbleibsel, oh, ja, alles kaputt hier. So, wir sind jetzt da. Hier rechts ist der Tempel. Oh, ja, ein paar Elefanten draußen. So, lassen wir uns mal überraschen, wie es hier jetzt aussieht. Und wie das alles abgelaufen ist und wie es den Kindern hier jetzt gerade geht, das zeigen wir euch natürlich jetzt. Also es wird spannend, bleibt dran. Das ist jetzt hier der Parkplatz. Hier ist also noch buntes Treiben. Wir werden jetzt mal hier parken und dann werden wir mal mit einem Verantwortlichen hier sprechen. Ja, das Kinderheim hier, das sind hauptsächlich Kinder, die ja aus dem Großraum von Chiang Mai sind. Das sind Kinder, die keine Eltern mehr haben oder ja auch Kinder, wo die Eltern eben die Kinder das Essen nicht mehr bezahlen konnten, also von sehr, sehr armen Familien. Und ja, leider geben die Kinder dann hier ab, dass die hier halt ein besseres Leben haben als eben zu Hause. Ne? Das ist natürlich eine traurige Geschichte. Bei dem Tempel hier handelt es sich um den Wat Don Chan. Das ist nicht nur ein Wat, also nicht nur ein Tempel, sondern ist eben auch ein Kinderheim, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo viele Kinder eben aufgenommen werden. Und so hier in diesen Bildern sah es noch vor wenigen Tagen aus, in diesem Tempel, in diesem Kinderheim. Das ist alles zusammen und es ist absolut, ja, überflutet alles. Das sind hier Originalaufnahmen, die da von einem sehr jungen Mönch gemacht wurden während des Hochwassers. Und man sieht halt das Ausmaß. Eigentlich stand im Prinzip alles richtig unter Wasser in diesem Tempel. Ja, an einigen Stellen höher, an einigen Stellen nicht so hoch. Ja, wo das Wasser zurückgegangen ist, hier sieht man das auf den Bildern, wurde natürlich sofort aufgeräumt. Alle Kinder haben mitgeholfen, um halt ja, alles wieder so ein bisschen schön zu machen oder zu reinigen, dass es wieder begehbar ist und dass das eben wieder genutzt werden kann halt. Ne? Dabei ist natürlich auch sehr viel Müll angefallen, den ich euch gleich auch nochmal zumindest auszugsweise gleich in dem Video nochmal zeigen werde. War auf jeden Fall viel Arbeit hier. Wir bringen noch Leute ein paar Kleidung für die Kinder und eine Matratze. Also ein paar Hilfsgüter treffen schon ein hier. Wir haben jetzt mit dem Verantwortlichen dort gesprochen und zwar ist das ja eine Art Tempel, wo ja, Kinder aufgenommen werden. Und der Obermönch sozusagen, der hat uns jetzt gerade eine Liste mitgegeben, was dringend benötigt wird und das kaufen wir jetzt ein. Also dringend benötigt werden hier also frisches Hühnchenfleisch, frisches Schweinefleisch und Öl zum Kochen, weil das wollen die heute Abend zubereiten für die ganzen Kinder und das kaufen wir jetzt für die Spenden ein. Jetzt sind wir in der Frischfleischabteilung und gucken mal, was es hier gibt. Ah, hier Hühnerbrust. Ist das Kilo 75 Baht oder Hühnchenschenkel das Kilo 68 Baht? Von den Hühnchenschenkeln nehmen wir jetzt mal 20 Kilo. Das sind dann 1360 Baht von diesen Hühnchenschenkeln. Jetzt haben wir erstmal 20 Kilo Hühnchenschenkel gekauft. Das ist auch alles, was da war. Mehr Hühnchenschenkel haben sie nicht. Und jetzt kaufen wir noch in rauen Mengen Schweinefleisch ein. Jetzt haben wir noch Schweinefleisch dazu genommen, insgesamt jetzt 3700 Baht, 5000 Baht haben wir zur Verfügung. Dazu noch ein bisschen Knoblauch und zwei Tüten Chilischoten. Sind wir jetzt bei 3855 Baht und jetzt brauchen wir noch Öl zum Kochen natürlich hier in Thailand. Dann haben wir hier noch Kanister Öl zum Kochen. Ein Kanister kostet 720 Baht, 13,75 Liter Inhalt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ungefähr, also mindestens 5000 Baht erreicht haben. Oh, number one. This one. Jetzt haben wir schon mal das Fleisch erledigt. Ne? Jetzt noch den Karton mit dem Öl.
4276 Baht mit Card, please. Hat nicht ganz gereicht, uns fehlt noch mehr. Haben wir wohl irgendwo nicht richtig gerechnet. Ja. Also haben wir noch 750 Baht übrig. Müssen wir jetzt gleich noch was verkaufen. Das ist jetzt hier unsere Einkaufsliste. Und hier unten sehen wir auch den Preis. Nicht hier unten, sondern hier sehen wir den Preis. Also es fehlt noch ein bisschen was. Also ich gehe noch mal rein und kaufe noch mehr Fleisch. Wir sind nicht ganz mit hingekommen, das heißt, es ist noch Geld übrig. Dann kaufen wir jetzt noch mal Hühnchenbrust. Das ist das Kilo 75 Baht. Also nehmen wir von der Hühnchenbrust jetzt noch mal 10 Kilo. Mal 6,3 Kilo, okay. Wir brauchen ungefähr 10 Kilo. 6? Ja. Okay, super. Okay. 6 Kilo und? Nee, 4. 4. Mhm. Ja. Jetzt nochmal 4 Kilo. So, diesmal wird es eingepackt von jemandem, auch gut. Vielleicht hat er es besser im Griff mit den Kilozahlen. So, das passt gut zusammen. 10 Kilo insgesamt. Sticker drauf und dann fahren wir los. 754 Baht waren jetzt nochmal 10 Kilo für die Hühnerbrust. Wir laden das jetzt ein und fahren zurück zu dem Kinderheim. Auf geht's zum Auto. Ja, ja, ja. So, jetzt werden wir das schnell einladen. Uppa! Säckeweise Hühnchen und Schweinefleisch. Ja, wir haben aufgrund des letzten Videos von einem Spender knapp 100 Euro bekommen. Ich weiß nicht, ob der Spender hier genannt werden möchte. Ich hatte ihm eine E-Mail geschrieben, aber er hat leider nicht geantwortet. Aber ich kann so viel sagen, dass der Herr Willi heißt oder aus der Schweiz ist. Er hat knapp 100 Euro gespendet. Er hat den Schweizer Franken gespendet. Umgerechnet waren das ja jetzt fast 100 Euro. Also so 3.650 Baht. Wir haben es auf runde 5.000 Baht aufgestockt und haben dafür heute Essen und Verpflegung, hauptsächlich Fleisch eben für die Kinder hier gekauft. Dann werden wir jetzt mal die ganzen Sachen ausladen. Es wird alles ausgeladen jetzt. Die Leute helfen uns mit. Wunderbar. Etliche Sachen. You like spicy? Ja, okay, okay. Oh, Chili auch raus, genau. Die mögen scharfe Sachen hier in Thailand. Ja. Okay. So, das müssen wir jetzt erstmal dem Obermönch übergeben. Der muss das absegnen hier, das ist wichtig. So, der Obermönch, der sitzt da oben auf diesem Sessel, wie auch immer. Das ist im Prinzip der Chef von dieser Heimunterkunft hier. Für die Kinder. So, das wird ihm jetzt alles präsentiert. Er muss das absegnen. Und uns muss er natürlich auch segnen. So, Lisa kriegt noch ja, so eine Art Lampe. Sie wird uns gleich nochmal erklären, wofür das ist. Ach so, das ist ein Getränk. Ah ja. Der Mönch betet jetzt und segnet im Prinzip ja, die Speisen, was wir eben mitgebracht haben hier. Ne? Jetzt nehmen die Mönche unsere eingekauften Sachen mit und bringen sie in die Küche. Oh, please show me again. Yes. The water, yeah? The water was so high here. Yeah. Mm, okay. In the monastery is high. Really? Yeah. Here at the... Oh, okay. Aha. So, also das Wasser ist hier bis zur Hüfte gewesen und draußen auf der Straße sogar halshoch. Also war wohl extrem viel Wasser hier. Ist natürlich auch alles kaputt gegangen. Ja, das hier ist im Prinzip jetzt das Gelände. Es wurde schon viel wieder aufgeräumt und sauber gemacht hier. Ist ja logisch, das ist ja jetzt schon ja, 3 Tage her, 3, 4 Tage her, wo das Wasser war. Ist auch schnell wieder zurückgegangen, Gott sei Dank. Ne?
students here. Aha, 700 Kinder leben hier in dieser ja, Tempelanlage, die ja nicht nur eine Tempelanlage ist, sondern eben auch Heimunterkunft halt. Ne? Hier ein paar Kinder spielen hier schon. Hier sieht man mal die ganzen Schäden, was ja, das Wasser im Prinzip noch hinterlassen hat. Na, hier liegt noch lauter Müll rum, was jetzt aus den Gebäuden hier rausgefischt wurde. Ja, bunt gemischt. Boah, hier Kühltruhen und so weiter und so fort. Oh. Ja, muss bald abgeholt werden hier. So, wir besuchen jetzt das Schulgebäude hier, wo die ja, Kinder halt auch unterrichtet werden. Das findet also alles hier auf dem Gelände von diesem Tempel statt. Hier ist das eigentliche Schulgebäude. Da werfen wir auch mal einen kurzen Blick rein. Mal schauen, wie es innen aussieht. Das Wasser war auch in der Schule drin. Mal gucken, ob man noch jetzt ein paar Schäden sieht hier. So, ach ja, hier kann man das mal schon mal von außen sehen. Ja, haben alles wieder soweit ein bisschen sauber gemacht hier, die ganzen, Sachen hier. Ja. So, hier ist auch noch ein Raum. Ja, das ist eigentlich ein Klassenzimmer. Aber fehlen natürlich auch noch die ganzen Stühle und Bänke hier. Ne? Hier in dem Gebäude jetzt hier ziemlich weit unten wurde ja das ganze Schulmobiliar jetzt reingeschmissen zum Entsorgen. Kann man das erkennen? Ich hoffe, ne? Ja. Ne, das, was alles beim Wasser kaputt gegangen ist, das muss natürlich irgendwann auch noch neu beschafft werden. Jetzt gehen wir mal in den Essensraum und gucken uns das mal an, wie die ganzen Kinder hier verpflegt werden. Große Hallen hier, die auch unter Wasser standen. So, hier wird sich versammelt. Und die haben alle sogar viele den gleichen Dress an. Sehr schön. Jetzt gibt es was zu futtern. Ja, hier, guck mal, die ganz Kleinen hier sogar. Stehen alle schön in der Reihe, keiner drängelt. Und warten, bis es was zu futtern gibt. Ja, wunderbar. Mal gucken, was es heute zu essen gibt. Hier, was haben wir hier Schönes? Aha. Oh ja, Kohl mit Fleisch, eine Suppe und Reis. Reis, ja, 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 okay. Gut, 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 gut. Das ist ein bisschen Brot und so ein roter Saft oder Joghurt. Also das ist so eine Art Kindermilch. Der nächste bitte. So. Wunderbar. Die Essenszeit beginnt hier. Ne? Alle warten. Hier kommen noch mehr Kinder, die sich jetzt hier auf die andere Seite mitsetzen. Oh, gut. So, gibt es hier. Alle versammeln sich und wollen natürlich verpflegt werden heute. So, wirklich viele Kinder, alle freundlich. Sawadikap, alle Sawadikap, Sawadikap. Alle grüßen. Sehr freundlich erzogen hier. Sawadikap. Ja, hier ist einiges los. Ne? Die ganzen ja, Blechteller, sage ich mal, fliegen hier durch die Gegend. Bis die alle sitzen. Ab und zu fällt natürlich was runter, ist ganz klar. Aber hier ist schon einiges los. Donnerwetter. Okay. Yes. Jetzt vor dem Essen ein kleines Gebet. Das muss im Buddhismus natürlich auch sein. Hier kommt noch ein bisschen Reis. Das war jetzt nicht nur ein Gebet, sondern auch eine Danksagung an alle Leute, die jetzt hier auch was gespendet haben, so wie wir zum Beispiel. So, wir wünschen jetzt allen Spendern viel Glück für die Zukunft. Deswegen werden jetzt die Schilder hochgehalten. So, alle ein bisschen Reis. Dann noch diese Suppe mit Fleisch drin und Gemüse ist da drin. Und zum Schluss ist noch so, ja, wieder Kohl, auch mit ein bisschen Fleisch. Und dann noch eine Süßigkeit. Yes. So ein Oreo, weiß nicht, wie man das nennt. Oreo Schokoriegel, ne? Okay. Okay. So, bedanken sich auch größtenteils alle. Ja. Auch zu viel? Gut, wieder was runter. So, okay, gut. Gut. So, die sind freuen sich.
dass ich hier als Ausländer im Prinzip gleich noch ein bisschen mitverteile hier. Oh, halt noch ein bisschen drauf. Wunderbar. You want? Gut. Okay. Gut. Ja. Das sehen Sie wohl selten, dass jemand aus dem Ausland das hier macht. Normal haben Sie es nur mit thailändischen Leuten wohl zu tun. Natürlich muss Alisa auch ran und Essen verteilen, ist ja klar. Mache ich ja nicht alles alleine, ne? Oh, das sind welche, die holen sich nochmal Nachschlag hier. Die sind schon fertig mit der ersten Runde Essen. Hier, von den Riesentöpfen ist nicht viel übrig geblieben. Ja, doch, von der Suppe und vom Reis. Aber da hinten sieht es nicht anders aus. So ungefähr das Gleiche. Fast leer alles. Wir gehen nochmal durch, mal schauen. So, siehst du, die Verpflegung ist jetzt so gut wie erledigt von der ganzen Sache. Aber es ist schon einige Kinder hier, ne? Das ist nicht einfach, die jeden Tag satt zu kriegen, vermute ich mal, ne? Das ist schon eine Meisterleistung hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Lasst natürlich auch ein Like und ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr hier die ganze Sache seht. Das würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.